hier was drin? Nee. Da sitzt noch. Da sitzen zwei Schamanen. Ja, es ist natürlich übel. Wir müssen hoch. Wir müssen dort hinauf. Da liegt was. Da liegt das Schwert. Wie machen wir das denn? Ich laufe mit Biff erstmal zurück. Ich will ihn da wieder abstellen, wenn das geht. Und gehe dann hoch auf diesen Berg. Hier rechts von mir. Wenn wir genügend Drachenschuppen haben, können wir uns eine andere Rüstung machen. Das wäre ja auch schon mal viel wert. Schamane. Moment, ich muss niesen. Nein! Nicht Biff! Nein! Jetzt müssen wir einfach. Ups, jetzt ich meine auch geschadet laden. Nichts zu. Da ist nichts zu holen. So, Biff, zu dir. Kommst du dir mit auf die Burg oder? Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. So, jetzt ruht er sich da wieder aus. Das heißt, wenn ich jetzt schlafen würde, wäre er wieder voll. Das wäre natürlich toll. Ich werde jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich werde mal versuchen, die Umgebung ein wenig zu säubern. Und das zu schneiden und vielleicht nochmal schlafen. Ja, wir sehen uns in Bälde wieder. Bis gleich. So, ich habe nochmal eben ein bisschen geprügelt. Ich habe jetzt ein paar Waffen mehr. Ich habe diesen... Bug ist das ja eigentlich nicht. Diese Sicherheitszone habe ich einfach mal ausgenutzt. Ich habe auch mittlerweile ein Level mehr. Hab ein bisschen gekämpft und ja, vielleicht 20 Fleisch verloren oder so. Ich habe die einfach immer hierher gelockt. Jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn du für ein Cheater? Bist du dran, Bandit. Oh. Mit der Rüstung sollte ich mich da drinnen nicht blicken lassen, merken. Ich habe die Rüstung aber angezogen, weil sie mehr vor Feuer schützt und vielleicht hilft sie mir nachher im Süden. Wo ich oben noch diesen einen Schaman ja kaputt machen muss. Oder waren es zwei? Ich glaube zwei Schamanen. Die? Nee, die. Weil diese Rüstung hier ist gar nicht so geschützt. Schützt mich gar nicht so sehr vor Waffen und vor Feuer, wie die anderen Rüstungen, die ich vorher schon hatte. Das ist mir auch besonders früh aufgefallen. Und eigentlich poche ich ja nur darauf, die nächste Drachenjägerrüstung zu bekommen, damit ich da ein bisschen mehr durchhalte. Was wollte ich jetzt machen? Skillen. Kiro. Hey. Spann ich wieder. Lass uns beginnen. Zweihand. So, jetzt müsste ich doch Zweihand so weit haben, dass ich, ich hab doch gerade geskillt, oder? Wo bin ich denn jetzt Kämpfer und kein Schütze? Hey, du! Moment mal. Das war doch schon vorher klar. Ja, lass uns beginnen. Okay, immer noch 10 Lernpunkte. Na gut. Solange wir da 10 Lernpunkte investieren können, machen wir das auch. So, das soll aber erstmal reichen. Wir gehen jetzt zu diesem komischen Lager nochmal hoch. Ich habe so eine... Vielleicht habe ich eine Strategie. Mal gucken, wie wir den Schamanen klein kriegen können. Ich werde aber versuchen, das ohne Biff zu machen. Hört sich für mich immer noch an wie so ein Reinigungsmittel. Vielleicht können wir das so machen wie mit den Suchenden. Dass ich mich irgendwie hinterm Baum stelle und dann mit der Armbrust die kaputt mache, während die versuchen mich zu treffen und die treffen können. Einen Versuch ist es wert. So. Allzu viel aufgenommen habe ich ja nicht heute. Aber ich wollte ja ein Stück vorankommen. Wir wollten ja dann auch hoch auf den Berg. Da wollte ich Biff eigentlich gerne mitnehmen. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich aus seiner Reichweite gehe, er dann wieder voll zu sein scheint. Also an Leben. Und mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Okay. Das scheint überhaupt nicht so zu klappen, wie ich mir vorgestellt habe. Wie soll ich den kaputt machen? Nun. Haben wir vielleicht einen Eisblock oder sowas? War das der richtige Speicher? Nein. Oder doch? Ich glaube nicht. Warte. Ja, war richtig. Ups. Haben wir einen Zauber. Und haben etwas, um uns besser vor Feuer zu schützen. Feuerschutz 50, 60. Hier, warte mal, was lese ich denn da? 60, 60, 60. Vor Feuer ist da nichts geschützt. Vor Feuer 15. Vor Feuer 20, 45. Die ist schon am... Ästen. 10. Habe ich mir auch noch verlesen. Toll. Das brauche ich gerade nicht. Schutz vor Feuer. Haben wir noch mehr Schutz vor Feuer? Ich leg das einfach mal ab. Ich brauche gerade mal Schutz vor Feuer. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Angst, Feuerpfeil, mittlere Wundneulen, Goblin-Skelett erschaffen. Ja, weiß ich nicht. Kann ich überhaupt erschaffen? Rune zu niedrig. Rang zu niedrig. Feuerregen, Feuersturm, Eisblock wäre cool. Für 10. Hab ich mal einfach mal draufgesetzt. Steintafel des Quahodron? Andermal. So. Ist das jetzt die 10? Was zum? Gut, das könnte klappen. Auch nicht. Ah, da trifft mich auch gleich der Sack. Ich hab doch jetzt extra schon Feuerhosen an. Feuerringe an. Feuerhosen vielleicht auch. Na komm schon. Natürlich. Ach, das siehst du wieder. Ist ja interessant. So wird das nichts. Sag mal. Der wartet doch extra, bis ich ziele. Da müssen wir doch irgendwie rankommen. Bleiben nicht auf Distanz, die Säcke. Hallo? Hallo? Ich Idiot. Du, warte. Ja, ich weiß, den Eisblock wollte ich ausprobieren. Also wird das doch nie was. Der soll mit Fernkampf leichter sein. Und oder ich gehe an ihn ran. Pass auf, wir probieren das mal. Dann nehmen die doch nicht mehr den Feuerball, wenn ich richtig mit ihnen kämpfe, oder? Soll ich jetzt noch speichern? Ich glaube nicht. Nee, lieber nicht. Ich gehe mal ran. Ja, super, gleich zwei. Kann ich... Ich wollte das gerade reklamieren, aber Nada ist ja mehr zu Fahrt gekommen. Wir versuchen das noch einmal. Okay, ran, damit er seinen Zauber wegpackt. Habe ich jetzt gelernt. Ja, ich bin ja lernfähig. Super, erstmal genau in die Flamme rein. Oh, wie? Ich habe die aber auch schon getroffen, ohne dass ich irgendwie groß... Wow. Na, kommt ihr noch nach oder nicht? La 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 la.
Hallo? Er hat gehustet. Manchmal muss man das Spiel einfach ausnutzen. Ich hoffe, ich habe genug Bolzen. Vielleicht muss ich Armbrust noch ein bisschen höher skillen. Vielleicht sollte ich mal diese komischen Tafeln benutzen. Obwohl, ich könnte auch Bogen skillen, damit ich Armbrust skille. Ich glaube, das ging ja auch. Weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Nun. Fire. I'm standing in the fire. Komm, wir machen jetzt Horsch Park erstmal kaputt. Da liegt mich noch sein Schwert. Nee, nicht sein Schwert, aber ich glaube Ferros Schwert, ne? Auf jeden Fall kann ich hier zwei Quests erfüllen. Komm schon. Dass die sich nicht bewegen. Ja, und sonst so? Nö, war eigentlich ganz ruhiger Tag bisher. Nur ein paar Orks gekloppt und sie an die Eingangstür befördert. Gelockt. Erst gelockt, dann gekloppt. Wir wollen ja links den Berg eigentlich hoch. Das war eigentlich unser Ziel heute. Ja, ich hab da noch nichts vor. Der Tag ist noch lang. Bisschen gespielt haben wir auch schon. So, wollen wir schauen, wie das hier weitergeht. Guide. So, warte, der ist doch gleich kaputt. Ich könnte das jetzt auch mit dem Schwert machen, aber wupp. Das ist mir gerade mal Wumpe. Ich sag mal, Hauptsache tot. Kuschbach. Zweimal. Horsch Park ist aber nicht der aus dem ersten Teil, oder? Reden wollte er ja nicht. Ferros Schwert. Wie viel ist Ferros Schwert denn wert? Wo ist denn Ferros Schwert? Was war das da gerade? Da. 190. Also 109. Ja, okay. Kann ich eh nicht tragen. Ich wollte vielleicht auch bald mal wieder ein bisschen Stärke skillen. Wenn ich die nötigen Punkte dazu habe. Ich wollte ja eigentlich erstmal zwei Hände ausbauen. Aber Stärke zu skillen ist sicher nicht verkehrt. Vielleicht die vier Punkte, die ich habe, noch auf Stärke setzen. Andererseits kann ich auch die Stärke mittlerweile... Tja. Entschuldigung. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, nee, war alles in Ordnung so weit. Bis gleich. So, war ich stehen geblieben. Ich hatte ja gerade so einen grandiosen Abgang. Ich versuche dann einfach mal nochmal hier lang zu laufen. Guten Rutsch in diesem Sinne. Auch an euch, ne? Ist ja bald wieder Silvester. Naja, ein paar Monate noch. Nee. Das war ein klassischer Fall von nicht aufgepasst. So, warte. Jetzt habe ich natürlich auch nicht aufgepasst, dass ich in meiner Pause auch hätte trinken können. Prost, muss man eben... Ansonsten können wir jetzt, glaube ich, zwei Quests abgeben. Ferros Schwert kriegt er jetzt zurück, der Ferros. Und Horsch Park haben wir, glaube ich, für, weiß ich nicht, für Parsival getötet. Ich weiß es gar nicht mehr. Wir sollten jedenfalls Horsch Park töten. Das wären dann schon mal zwei Quests. Und ich glaube, schlafen wäre auch mal wieder nötig. Ja, und da können wir endlich mal auf den Berg gehen. Ich überlege gerade nämlich, Biff mit, nämlich Biff nicht mit. Biff ist sowas von tot, wenn ich ihn mitnehme. Der Drache braucht da bloß einmal draufschnauben, dann Hachi. Ist ja wie weggeblasen. Nicht, dass du das nicht gewusst hast. Doch, habe ich gewusst, deswegen sage ich es ja jetzt. Und ich denke mal, dass wir da oben einfach so hinstapfen. Wir schauen uns das erstmal an. So ein Drache kann doch nicht so schwer sein. Na toll, jetzt ist hier wieder keiner. Na gut, dann gehen wir erstmal pennen. Genre. Ja. Meinst du, mir geht es besser? Ach, Ferros, natürlich. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Das will ich meinen. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. Ich hätte das anders gemacht.
Ein guter. Noch mehr Ärger. Stärke 10, 2. Ja, 2 kann ich noch gebrauchen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Komm. Das war doch klar. Na, dass er das immer schiebt, das ist so. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ich glaube, jetzt habe ich keine Punkte mehr. Ich guck mal. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Nö, keine Punkte mehr. Aber wir haben bald ein Level up. Nämlich in 1460 Punkten. Ich wundere mich über gar nichts. Also so 4 Orks noch. Vielleicht auch 5. Kommt drauf an, welche. So, gute Nacht, meine Freunde. Bis morgen. Ja, ja. Ich habe jetzt nur die Nacht überbrückt, damit wir einerseits wieder Tag haben, andererseits noch zu Parseval und dem anderen kommen. Ich weiß nämlich nicht, von wem wir den Auftrag hatten, Hoshpak zu töten. Und mal sehen. Meine Hoshpak. Wer kommt denn hier? Warte mal. Und sonst? Alles senkrecht? Warte mal. Hoshpak ist tot. Gut. Das wird die Orks verunsichern. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Chance. Ja, das will ich meinen. Ich denke, das wird uns einen Aufschub von mindestens einer Woche geben. Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Hoshpaks Tod scheint die Orks verunsichert zu haben. Ja. Das ist doch schon mal ein Wort, wer ist das? Warte mal. Ach, der Kommandant. Ey, komm mal. Hm. Egal. Ich hätte gerne neue Rüstung. Noch mehr, aber kann ich nicht glauben. Aber ich glaube, ich muss erst einen Drachen besiegt haben dafür. Ich hätte das anders. Und ich für den Drachen gerne eine neue Rüstung hätte. Muss hey, sehen. Du! Wo ist denn der Meister? Ach, da hinten. Hey, du! Nö. Gut, gehen wir auf den Berg, gucken uns das mal an und sterben fröhlich. Ha. Ich weiß nicht, die Drachen waren ja echt nicht so einfach. Jetzt soll ich da einfach so hin? Bei meinem Erfolg bisher. So, ich hoffe, die Orks respawnen nicht. Ich war auch in ein, zwei Zelten, weil ich drin in einem Zelt waren ein paar Wagfälle und ein Mana-Trank hier drüben rechts. Und da unter dem Cliff, unter dem Hang, war ja noch eine kleine Höhle. Da war, glaube ich, auch noch ein Trank drin, aber ich habe mir den jetzt nicht genau angeschaut. Die Tränke, wenn das irgendwelche Geschicklichkeits- oder Stärketränke oder so sind, die trinken sowieso zum Schluss, wenn wir genügend geskillt haben. Und nur noch durch andere Gegenstände unsere Stärke oder unsere Fähigkeiten verbessern können. Denn wir wollen ja erstmal noch skillen. So, auf den Berg. Bin ich immer gespannt. Ich hoffe nur, dass wir da nicht alleine sind. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass wir bei anderen Drachen nicht alleine waren. Nicht alleine wären. Aber bei diesem hier, keine Ahnung. Unten sind noch Wargs und Orks, die habe ich jetzt noch gelassen. Die könnte ich natürlich alle noch zum Eingang ziehen, aber... Uff. Wir schauen uns hier oben erstmal um. Oh. Was hat mir noch gefehlt? Gucken wir doch den anderen Weg. Da oben ist Dampf. Mhm. Ich komme hier hoch, ne? Shit. Ich gehe einfach mal hoch. Ich glaube, die verfolgen mich nicht. Oh Gott. Wie komme ich denn hier weiter? Da drüben ist eine Klippe. Da vorne. Bin gelandet. Hier. Und hier auch. Und hier nochmal. Betten, da sind Orks oben. Das auch noch. Hehehe. Machen das wie beim anderen. Tatsächlich ein Ork-Schaman drin. Na gut, den einen muss ich einstecken. Komm mal. Oh, ich dachte schon. Ich kann mich drehen.
kann das Schwert nicht wegpacken. Doch. Ah, jetzt kann ich mitreden. Okay. Das war mal gut. Ich habe ausnahmsweise mal gut gekämpft. Kiste. Mhm. Ulmenbogen. Ah, okay. Pfeile brauche ich eigentlich nicht. Wie viele Bolzen haben wir denn noch? 10. Nee, 66. Ist auch nicht so viel. Vielleicht soll ich mal ein paar Bolzen kaufen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Könnte man eventuell in Erwägung ziehen. Eventuell. Wie? Wo? Ja. Auf zum Drachen. Was ist das? Trank. Ich stelle einfach mal so einen Trank rum. Noch einer. Ist das eine Falle? Ja. Ah. Sind die leichter als die Orks? Ja, tschüss. Wow. Nee, ich bin schon tot. Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Naja, ich liege hier ganz gut. Hab einen guten Ausblick. Ja. Es ist alles viel zu schwer. So, warte. Wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht erstmal weglaufen? Das könnte ich natürlich auch machen. Hier war ich schon dran. Nein. Geh doch mal weg da. Ich kann doch nicht immer abhauen. Tja. Ich überlege gerade, wie ich da am besten hochkomme. Obwohl ich... Ich wäre früher oder später sowieso den Echsenmenschen entgegengekommen. Mal hier ganz am Rand, nicht dass ich sie trigger. Okay, drei Echsenmenschen und ein Feuergolem. Prächtig. Sag mal. Ja, ich lade da nochmal, ne? Moment.